Mann, war das knapp. Ehre, verloren und gewonnen. Folgen Sie den Janitscharen in Ihr Lager und finden Sie Tarek Barletti, um herauszufinden, wohin er die von Manuel gekauften Waffen bringen ließ. Seien Sie vorsichtig, Ihre Verkleidung ist nicht perfekt. Tarek mit einem Luftattentat eliminieren. Selim versteht unsere Lage. Die Byzantiner, die Mamluken, die Safaviden. Nur er hat den Mut, sich diesen Gefahren zu stellen. Atlisin, Selim ist ein Krieger, wie Osman und Mehmet. Warum zieht der Sultan unserem Löwen ein Kätzchen vor? Ahmed hat des Sultans solche Art geerbt. Sie sind sich sehr ähnlich, fürchte ich. Haltet Ausschau nach allem, was euch verdächtig vorkommt. Schande komme über den Mörder, der einen geliebten Janitscharen von uns nahm. Dieser Feind unseres Volkes muss gefunden und bestraft werden. Wenn ihr etwas seht, gebt Meldung. Schande über dich, Abschau! Gibt es ein Problem, Herr Wachtmeister? Ich grüße euch, erhabene Krieger. Nicht gut. Gibt es ein Problem, Herr Wachtmeister? Ein Luftattentat. Hä? Nieder mit dir! Tyrannen! Verteidiger des Glaubens. Selamun Aleikum, Verteidiger des Glaubens. Das hatte ich nicht gelesen. Nein, nein! Damit habe ich nichts. Jetzt los. Dass ich den bloß verprügeln soll, um die Wachen abzulenken, hatte ich nie gelesen. Dieses Mal entkommt er nicht. Herr Deschlerim, einer von uns wurde vor kurzem ermordet und seiner Kleider beraubt aufgefunden. Seine Leiche entsorgt wie ein Haufen Unrat. Behaltet die Straßen also besonders aufmerksam im Auge. Jemand will in unserem Namen zuschlagen. Wir müssen bereit sein. Kennst du Selims jungen Sohn, Cesar de Süleyman? Nicht persönlich, aber vom Sehen. Wohl ein bemerkenswerter Knabe. Kein Knabe. Er ist ein fähiger junger Mann. Mit einem scharfen Verstand. Schlägt er nach seinem Vater? Vielleicht. Doch ich fürchte, er ist eine ganz andere Persönlichkeit. Oh, toll. Woran haben die mich erkannt? Nicht persönlich, aber vom Sehen. Wohl ein bemerkenswerter Knabe. Kein Knabe. Er ist ein fähiger junger Mann. Mit einem scharfen Verstand. Schlägt er nach seinem Vater?
Vielleicht. Doch ich fürchte, er ist eine ganz andere Persönlichkeit. Soll ich denn jetzt hier rauskommen? Nein! Ich wollte mich doch bloß in der Gruppe verstecken. Nein, nein, er ist ein Krieger. Seht die Armee, die er gegen Selim aushob. Ein weiterer Beweis seines Abstiegs. Die Waffen gegen den eigenen Sohn zu erheben. Eine Schande. Ihr beugt die Wahrheit, damit sie eurer Leidenschaft entspricht, Effendim. Es war Selim, der unseren Sultan angriff. Er wird, aber Selim tat es nur für den Ruhm des Reiches, nicht für sich. Sondern in die Gruppe, die dahinter geht. Einfältigen Tauber nichts mehr über den Weg. Egal, wo man hinschaut, stehen diese Pflege herum. Importieren wir die von irgendwo her? Den Auswärtigen muss man... Ah, da ist sie. Tariq, eine Botschaft. Harry Collade. Die Musketen sind nun in Kappadokia, wo Manuel sein Heer stationiert hat. Und unsere Männer? Sind sie noch bei ihm? Evid. Sie geben uns Meldung, wenn die Byzantiner aufbrechen. Wir treffen sie dann später, in Bursa. Nun fügt sich alles zusammen, Effendim. Evid. Endlich. Was macht dein Bruder so? Bestimmt nicht leicht, seinen Fuß auf diese Art zu verlieren. Ich meine, es ist nie leicht, egal wie, aber durch seine widerwärtige, eitrige Entzündung. Oh, entschuldige. Halt! Halt! Dazu muss ich jetzt nichts sagen. Ständig laufen wir diesen einfältigen Taubenichtsen über den Weg. Egal, wo man hinschaut, stehen diese Pflege herum. Importieren wir die von irgendwo her? Das ist ein komischer... Was
Was macht dein Bruder so? Habe ich euch nicht schon mal gestimmt, nicht leicht seinen Fuß auf diese Art zu verlieren? Anhalten! Ach, Scheiße! Siehst du die verrückten Söldner von der Donau? Mehr Mut als Hirn, größtenteils. Und dieser Knoblauchgestank, die riecht man ja schon eine Stunde, bevor man sie sieht. Ja. Also, wo waren wir stehen geblieben? Bleibt er dort? Wir haben die kleine überhaupt mit dem Kreis raus? Gesprochen, denke ich. Richtig? Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Wie geht es übrigens deiner Mutter? Ist das Ding auf ihrem Gesicht wieder geheilt? Diese Ausflüsse waren sehr... Die Abteilung! Halt, du kommst ihn rein! Das ist so für'n Arsch. Nein! Warum hatte ich... Warum war jetzt diese verkackte Klinge nicht aktiviert? Den Auswärtigen muss man erstmal die Regeln klären. Ein wenig Respekt. Halt! Ihr da! Oh, wieder... Hat er wieder den Falschen angegriffen. Mit den Feinden des Sultans. Was dachtet ihr, was euch dieser Verrat einbringt? Es ist meine Schuld. Nicht der Verrat, nur Hochmut. Ich plante einen Hinterhalt. Ich wollte die Byzantiner angreifen, wenn sie sich sicher fühlen. Wie wollt ihr das beweisen? Seht, hier. Es führt euch zu den Byzantinern. In Kappadokia. Vernichtet sie, wenn ihr könnt. Ihr habt richtig gehandelt, Tarik. Vergebt mir. Beschützt meine Heimat, Assassine. Allah Ashkina. Stellt die Ehre wieder her, die wir verspielt haben. Du wirst nicht weit kommen. Der Kerl dort kommt mir bekannt vor. Langsam, wenn ich diese Uniform leid. Ich muss gehen!
Ehe, Ehre, verloren und gewonnen. Abgeschlossen. Was macht dein Bruder so? Ich muss weg hier. Schnell eure Hilfe auswärts. Oh, geht noch nicht auf den Sack, ey. Wo steckt der? Rosenmoschee. Diese Moschee hieß ursprünglich Hegia Theodosia nach einer Frau, die dort während des kurzen, aber gewalttätigen orthodoxen Ikonoklasmus im 8. Jahrhundert gefoltert wurde. Doch auch der Name Gül, Kami oder Rosenmoschee beruht auf einer Reihe eher tragischer Ereignisse. Die Legende erzählt, dass Kaiser Konstantin XI. Und der orthodoxe Patriarch am Vorabend des letzten Tages der osmanischen Belagerung Konstantinopels hier um ein Wunder gebetet hätten, welches sie vor dem sicheren Tod bewahren sollte. Als die Zeit für den Kaiser gekommen war, seine letzte Schlacht zu schlagen, blieben viele hundert seiner Landsleute in der Kirche, schmückten sie mit Rosenblüten und sangen endlose Gebete für seine Sicherheit. Am nächsten Tag brachen die Osmanen durch die Mauern, und die Stadt fiel. Als Sultan Mehmeds Heer die Hegia Theodosia erreichten, war sie voller Rosenblütenblätter und schwermütiger Menschen. Alle Überlebenden wurden gefangen genommen und die Kirche wurde für die militärische Nutzung gebaut. Einige Jahrzehnte später reparierten die Osmanen sie und nutzten sie fortan wieder für Gottesdienste. In Erinnerung an ihre letzten Tage als christliche Kirche nannte man sie fortan Rosenmoschee. Der hat sie doch nicht alle beisammen. Sehr interessant. Ich denke, der Mann. Er wird seine Gründe haben. Warte mal. Ja. Nee. Sowie Trockenfrüchte aller Art. Außerdem bietet er wieder seine famosen, salzigen Nüsse an. Eine tolle Beigabe zu jedem Mal. So toll, ich kann ihn mir auch nicht mehr. Ich schwöre, ich bin auf eurer Seite. Wie jetzt?